Ja, hallo Fußballfans, noch ein paar Worte zum Spiel, Frankreich gegen Deutschland. Also aus meiner Warte aus gesehen haben die Franzosen das korrekt gewonnen. Sie waren den Tick besser, sie hatten die besseren Torchancen und hatten auch in meinen Augen die besseren Einzelspieler mit den Griezmann, mit Mbappé und mit Pogba. Der Pogba im Mittelfeld, der hat ja das ganze Spiel gemacht. Da konnten wir nicht richtig gegenhalten und der muss ich schon sagen. Was du hier aufgezählt hast, immer Kimmich da auf den Verteidigerposten, kann ich nicht verstehen. Den habe ich bei Bayern München immer im Mittelfeld besser gesehen, wie das jetzt hier als Verteidiger ist. Ja, und dann spielen wir auch praktisch ohne Mittelstürmer. Und da muss man sehen, wie das läuft. Also jetzt wäre das eng, jetzt musst du gegen Portugal gewinnen, sonst hast du Schwierigkeiten. Aber ich glaube, da kommen noch vier Dritte weiter. Irgendwie kommen wir da weiter, das nehme ich an. Aber die Niederlage war schon verdient. Und wenn du eine Niederlage zum Anfang kriegst, das ist schon immer schlecht. So, ich will auch nicht sagen, die Truppe hat gekämpft und gemacht und getan. Aber die Franzosen waren eben den Tick besser. So, dann wünsche ich euch eine schöne gute Nacht und dann noch ein paar schöne Tage. Und dann wollen wir sehen, wie das weitergeht. Ich bin mal gespannt auf Portugal. Aber das Spiel war im Grunde genommen war das sehr interessant. Nur immer diese taktischen Zwänge, die sie haben. Das war auch in die Franzosen auch und wir auch. Diese Taktik macht den Fußball in meinen Augen kaputt. Das ist ja praktisch wie Handball. 11 sind hinten, 11 sind vorne. Wie beim Handball sind 7 vorne und 7 hinten. Also, aber das ist nur meine Meinung. Ich kenne den Fußball ja schon sehr lange. Und die meisten Leute, die jetzt mir zuhören, ja auch. Ich habe den älteren Fußball, der ein bisschen langsamer war, aber ein bisschen nach vorne ging und ich immer diese Taktik hatte. Den habe ich mehr geliebt. Aber wie gesagt, das ist die neue Zeit heute. Da will ich auch nichts gegen sagen. Ich bin ja nicht unmodern. Aber sonst war das ganz ordentlich. Das Spiel war recht ordentlich. Mit diesen guten Leuten, Mbappé nochmal und Pogba. Und bei uns ja auch sind ja auch gute Leute mit den Gündogan. Aber das ist einfach noch zu wenig. Die Franzosen waren besser. Alles klar. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Tschüssi. Schöne Grüße aus Hamburg. Tschüssi. Jetzt ist aber erstmal Schluss, Jungs. Alles gut. Tschüss.